Könntest du den Schmelzofen bei Zeiten mal wieder mit Brennstoff versorgen? Heiliger. Du meinst also mit... Planken. Ja, könnte ich, wenn ich welche hätte. Das ist gerade der Grund, warum ich hier wie bescheuert meine Dings da ins Wasser werfe, meinen Haken. Mhm. So. Was soll ich befüllen? Den Brennofen? Ja, den Schmelzofen. Ja, habe ich. Bis nicht mehr ging. Ah, wo? Wo? Ach, du Basis nur, okay. Ja, ich wollte ihm auch mal wieder einen Stich versetzen, dem Wichser. Scheißhai. Hm, da sagst du was. Auch kein Fan von dem Penner. Achso, unsere Trinkwasser müssen, also wenn du noch Planken hast, auf jeden Fall noch Trinkwasser. Wir haben sonst... Ist hier denn noch irgendwas? Also ich würde gerne einmal tauchen gehen, aber das ist natürlich insofern kacke, wenn der Hai hier rumschwimmt. Aber ich würde dann auch mal ein bisschen tiefer tauchen, weißt du? Ja. Verstehe ich. Ich kann ja mitkommen und versuchen, den zu stechen. Die Idee steht, so wie manch anderes. Wie sieht denn aus mit Essen? Haben wir noch genug? Ja. Wo sind denn die ganzen Highsteaks hin? Hast du die alle schon gemümmelt? 3 von 4 habe ich gegessen, ja. Ja. Weil ich kümmere mich ja hier durchgehend um Nachschub, meine Lady. So. Weil wir können natürlich auch einen Haiköder machen, ne? Ja. Und wir sollten es dann bald tun, dass wir die ersten Sonnenstrahlen A ausnutzen und B, ne, weißt du? Ja, dann bau doch mal einen Haiköder und dann gehen wir ins Wasser. Also, mal, ich habe einen Haken, ich habe genug Essen. Hast du noch eine Angel? Eine Angel? Ja, für einen Haiköder braucht man ja, weißt du? Eine Angel, okay. Warte, ich brauche ein paar Planken, dann kann ich mal eine Angel bauen. So, ich habe eine Angel, ja. Dann angeln mal. Hä? Warum? Wir brauchen doch rohen Fisch dafür. Haben wir doch noch. Wir haben noch rohen Fisch. Ja. Okay, solange du das jetzt machst, angel ich. Haben wir denn so coole Sachen plötzlich hier? Ja, aber ich will doch nicht die guten Lachs oder so. So einen Scheiße will ich doch nicht dafür opfern. Was hast du denn gemacht, dass wir so viele coole Sachen jetzt bauen können? Wir können stationären Anker bauen. Genau. Was hast du denn dafür gemacht? Ich habe Metall geschmolzen und den Metallbarren da eingebaut. Hier, erforscht sozusagen. Mhm. Und dann können wir den herstellen. Denn jetzt können wir zum Beispiel Bolzen herstellen und dann können wir eine vernünftige Angel bauen. Jetzt können wir zum Beispiel auch einen vernünftigen Speer bauen, den wir auch brauchen. Ich höre einen Schwanz. Knabber den hoch. Ein Schlag hatte ich mit meinem Speer noch und dann war er natürlich wieder kaputt. Der Penner, ey. Pennerei. Ist er auch stärker dann, der... Der wer? Der Metallspeer. Der Metallspeer. Auf jeden Fall ist er durchhaltungsfähiger. Ja. Ich verstehe. Schalalalala. Ich angel. War ich dieses Jahr noch gar nicht. Letztes Jahr war ich das letzte Mal angeln. In Real Life. Ja, yeah, in Real Life. Ich weiß gar nicht mehr wo. Schon wieder so eine Kerzenflasche. Ich will doch gar keine Kerzenflasche haben. Der starke Speer braucht 3 Metallbarren. Davon muss einer zu einem Bolzen umgearbeitet werden. 6 Planken. Mhm. Krass, ne?
Aber wir können dann auch einen vernünftigen Haken bauen. Dafür brauchen wir allerdings noch 4 Planken. Ein Anker meinst du jetzt oder was? Nein, Haken. Hä? Wie Haken? Unser Hauptarbeitswerkzeug, um Sachen aus dem Wasser zu holen. Ah, ja, ja, ja. Der wird dann stabiler und muss nicht ständig ersetzt werden. Ach so, cool. So, ich habe ganz viele Fische abgelegt. Hast du gesehen? Ja, ja, ich bin schon dabei, mal eben einen... Und dann greifen wir den Fisch nicht an, ach den Hai, sondern machen gar nichts und warten einfach nur, dass der fertig wird. Aber nein, warten nicht, sondern machen unser Ding. Und solange wir unser Ding machen... Du bist bereit? Warte, lass mich eben noch einen normalen Haken bauen, einen. Fuck my life, ich brauche einen Kunststoff. So, jetzt bin ich bereit. Beziehungsweise wäre bereit, also müssen jetzt hier nicht sofort lossprinten. Aber ich habe Essen dabei, ich habe Trinken dabei. Okay, also ich werfe den Haiköder ins Wasser und dann gehen wir sofort runter. Ich habe ja die Tauchermaske, das heißt, ich kann ja etwas tiefer tauchen, weil ich nicht so viel hoch muss. Wenn du der Hai dann angreift, dann wäre es gut, wenn du vom Sammler zum Verteidiger würdest. Alles klar? Ja. Wurf! So, ich bin schon am Hauen. Mich greift er auch schon an. Ja, du solltest vielleicht ja auch warten, bis der Hai am Köder ist und nicht einfach ins Wasser springt. Ist er greift mich nochmal an. Macht er sogar. Ja, klar. Ja, macht er. Ich geh mal aus dem Wasser raus. Ich habe mich im vollen Maul gestochen. Also, der hat mich nicht getroffen. Aber der soll ja an den Köder gehen und nicht an dich. Wo ist der Köder? Der liegt da hinten im Wasser. Ich guck gerade direkt drauf zu. Das dauert vielleicht immer mal ein bisschen, bis der blöde Hai das schnallt, dass da schöner, fetter Fisch drin ist. Siehst du? Und runter. Da ist er doch. Lalalala. Da hat er erstmal mich gebissen, der Sack. Glaub's nicht. Unglaublich. Aber ey, ich habe ihm voll ins Maul gestochen. Sehr gut. Meiner Lanze. Damit hat er nicht gerechnet, dass ich das mache. Meinst du, wie lange der Fischköder jetzt da hält? Das weiß ich nicht. Das kannst du gerne mal im Auge behalten, weil ich farm hier unten gerade wie wild Sand und sowas. Ich ja auch. Ja, geh du ruhig gleich in den Verteidigungsmodus. Oh, fuck, bin ich tief. Fuck, bin ja, ich tief. Ja, ja, eben. Boah. Er hat sich anders, ob der gerade einen richtigen Deep Throat gekriegt hat. Geil, ich habe eine Truhe unter Wasser gefunden. Greif an. Habe ich schon. Lalalala. So, jetzt muss ich noch einmal hoch. So, und wieder runter. Oh, das kann doch nicht sein, dass jetzt mein Haken komplett kaputt ist. Hast du keinen zweiten gemacht? Der war noch zur Hälfte voll knapp. Oh, ja, aber wenn... Ey, was hasse ich das? Dieses Mikromanagement, ey, das ist zum Kotzen. Wobei ich immer das Gefühl... Mikromanagement. Ja, jeden Scheiß musst du hier im Auge behalten. Ach, Mann, jetzt hatte ich gerade so einen geilen Spot an Metall gefunden, weißt du? Ich habe keine Planke. Wir brauchen einfach mehr Holz. Egal, was wir jetzt machen. Ich tauche auch nicht mehr. Ich habe keine Lust mehr. Ehrlich. Ich brauche mehr Holz. Ich kann mit dieser Scheiße nicht leben. Ich kann so nicht arbeiten. Nein, so kann ich nicht arbeiten. Ist er eigentlich immer noch da dran? Oder ist er schon wieder weg? Der ist schon wieder weg. Okay. Gut. Der Köder hält ja auch nicht ewig. Ach, da ist er doch. Ja, er hat mich angegriffen. Siehst du? Ja, dann komme ich auch wieder zurück. So. Wir haben alles, dann Ich habe 3x Seetang, 6x Sand, 7x Schrott und 7x Ton.
Dann legen wir ab. Sag, dass ich das gut gemacht habe. Toll, super. Danke, danke. Gerne. So. Könnte sein, dass Nebel ist, die Insel ist schon nicht mehr zu sehen. Unmöglich, ja. Wo haben wir denn die Riesenmuscheln hingetan? Die ist auch hier in der Kiste, in der ich gerade unterwegs bin. Ah, okay. Okay. So, Kiste ist frei. Mhm. Da, alles klar. So. Müssen wir mal trinken, was Leckeres hier. So. Ah, die Rüben runternehmen, neue Rüben drauf. So läuft das doch. Oh, jetzt kommen wir mal wieder Planken an. Das ist ja auch etwas, was wir jetzt wirklich dringend brauchen, ne? Ja. Sag mal, haben wir noch irgendwo eine Runkelrübe in Roh? Ja, ich habe ganz viele Runkelrüben dabei. Okay. Sekunde, ich komme zu dir. Weil die dürfen wir nicht alle verbraten, die müssen wir immer mal so zwei, drei noch zum Pflanzen spätestens überbehalten, ne? Aha, gute Info. Gilt auch für Kartoffeln so. Und so weiter. Du bist bereit? Ja, ja. Ach, fuck, verklickt. So. Wobei ich dir ehrlich gesagt empfehlen würde, es nicht so zu machen. Ja, stimmt. Bei deinem Glück fällt das dann irgendwo ins Wasser. Und geht natürlich auch straight unter, ne? Oder der Hai springt hoch und denkt sich, endlich kriege ich mal gesunde Runkelrüben. Daraus will ich meinen Sirup machen, den Runkelrüben-Sirup. Nicht mehr lange, dann haben wir den Hai tot. Vielleicht sollten wir abwarten, bis wir an der nächsten Insel sind, bevor wir wieder auf den Hai einstechen, oder? Guter Tipp. Eigentlich nicht, weil stört mich fürchterlich, diesen blöden Fickhai unser Boot zu überlassen, aber ich glaube, es könnte echt von Vorteil sein, dass wir... Ja, verstehe ich. Und dann kriegt er richtig Bauchschmerzen, wenn er so viel Holz frisst. Mhm. Was ist denn dazu? Hauptsache, es kommt kein Tierschützer auf die Idee und sagt, ihr habt den Hai vorsätzlich, du weißt ja, wie sie sind. Oh, aufs Maul hauen wir dem. Den holen wir Kiel, genau. Mhm. Das sag ich dir doch. Truhe kriegen wir bestimmt, ne? Ja, die kommen voll auf uns zu. Alles schön. Alles schön, alles gut. Alles schön, alles gut. Alles wird gut, ja. Alles schön, alles gut. So. Ey, warum krieg ich denn auf einmal so ein Hungerei? Was ist das denn für eine dumme Scheiße. Nervt mich. Mhm. Das glaube ich. Kann das sein, dass alles Fisch, was wir so gefangen haben, so gut wie weg ist? Ja, dabei habe ich jetzt zwischendurch aus Versehen nochmal eine Angel und dann nochmal alles rausgeholt aus dem Wasser, aber... Also ich kenne auch keinen Menschen, der am Tag 5 Heringe isst und nicht denkt, Alter, ich kotze gleich. Das auch nicht. Aber gut, das schreit doch nach der nächsten Angelsession für mich. Aber du kannst ja mal gucken, wenn du dir mal meine Angel anguckst, die ist nicht mehr aus Holz. Wir sind jetzt in der Lage, eine bessere Angel zu bauen. Du musst halt nur gucken, ob wir die Materialien dafür schon haben. Und dafür ist es ganz gut, wenn wir dafür sorgen, dass hier hinten immer geschmolzenes Metall drin ist. Mhm. Und dafür müssen wir da eigentlich immer nur für Planken sorgen. Das heißt, du hast jetzt einfach unsere Ressourcen ausgegeben? Natürlich. Aha. Okay. Macht man jetzt heute als...
ist es unter Freunden, okay. Natürlich. Ich habe dir auch schon vor Stunden gesagt, du sollst dir eine Wasserflasche machen mit und eine Taucher-Moped hier. Ach, Quatsch, ey. Die ist nur was für Loser. I'm a loser, baby. Why don't you kill me?